ohne Musik könnte ich, glaube ich, gar nicht sein. Singen macht mich einfach glücklich. Wenn ich anfange zu singen, dann merke ich, dann geht Atem aus mir raus. Da strömt einfach Energie. Das fühlt sich gut an und jeder Ton fühlt sich auch anders an. Ich singe seit 10 Jahren im Chor von St. Katharin. Als Chormusiker hat man natürlich dann die Möglichkeit, sehr anspruchsvolle Werke zu singen, obwohl man eben Amateur geblieben ist. Und das ist eigentlich das Wunderbare an der Chormusik. Ich bin da ganz spontan abends mal zu einer Probe dazugekommen. Da beschrieb Graf Münster den Chorleuten, wie man sich einen Ton vorzustellen hat, ja, wie er silbrig glänzt und wie man ihn zwirbelt. Und er hat mit so visuellen Bildern gearbeitet. Da habe ich gedacht, hey, das ist super, das spricht mich an. Da könnte ich mir vorstellen, mitzusingen. Er versucht eher das Singen als körperlichen Prozess, der auch so ein bisschen von der Geste herkommt. Er hat sein Maß sehr hoch gesteckt und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns alle. Man will gefordert werden. Also man wächst auch dadurch. Wollen wir mal? Der Gott der Schlacht ist Davids Freund. Und sie. Er ist ja unser Meister, ja, wenn er das von uns verlangt und glaubt an uns, dass wir das schaffen, dann schafft man sowas auch. Es gab schon Phasen bei mir, da ist es mir schwer gefallen, weil ich müde war, erschöpft von der Arbeit. Und witzigerweise ist es dann so, schon während der Probe stellt sich das ein, ich denke, das kommt durch dieses sehr tiefe Atmen. Und plötzlich ist wieder so eine Energie in mich zurückgekommen, sodass ich jedes Mal danach sogar noch ein Weinchen trinken gehe. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. In der Regel können wir die Stücke sehr gut, aber dann eben in dem Moment das parat zu haben, in der Stimmung zu sein, auch um das auszudrücken. Es geht ja auch nicht nur darum, irgendwas runterzusingen, sondern die Stimmung des Stückes auch widerspiegeln zu können als Gruppe. Wenn es zum Konzert kommt, ist die Aufregung ganz groß. Dieser Adrenalinkick, der verursacht so einen Sog. Und ich glaube, das springt dann auch über. Singen ist ein Grundbedürfnis. Das steckt in einem drin. Das muss einfach raus. Das ist wie Atem holen. Ja.